Männerbärte sind seit über einem Jahrzehnt voll im Trend und daran wird sich auch nichts ändern. Und damit dein Bart auch immer on point aussieht und du das Maximale aus deinen Barthaaren herausholst, gibt's heute die passenden Tipps dazu. Vor 30 Jahren haben sich fast alle Männer schön glatt rasiert und Bart war für die meisten Männer kaum bzw. gar kein Thema. Die Männergesichter sahen nämlich schön glatt rasiert aus wie ein Kinderpopo. Im Laufe der Zeit haben wir Männer aber gemerkt, dass Bärte einige Vorzüge haben. Zum Beispiel mit einem Bart sieht man maskuliner aus. Mit einem Bart kann man zum Beispiel Hautunreinheiten oder Narben kaschieren. Mit einem Bart schützt man die darunterliegende Haut. Und ein Bart sieht auch grundsätzlich gut aus. Und nicht nur das, die Frauen der Schöpfung stehen auch noch auf Bärte. Und das sagt nicht ich, weil ich das weiß aus eigener Erfahrung, sondern das belegen auch Studien. In einer Studie wurde zum Beispiel belegt, dass 45% der Frauen ein 3-Tage-Bart an Männern sexy finden. Und kein Bart hat so gut abgeschnitten beim Attraktivitätscheck wie der 3-Tage-Bart. Also die Frauen der Schöpfung mögen auf jeden Fall am liebsten den 3-Tage-Bart. Und in einer anderen Studie wurden 8.520 Frauen befragt und die Ergebnisse auch hier waren ganz klar eindeutig. Männer mit Bart schnitten auch hier besonders gut ab, wenn es um das Thema Attraktivität geht. Und Gesichtsbehaarung soll anscheinend auch ein zuverlässiges Kriterium sein, um eine lange und zufriedene, stabile Beziehung zu führen. Und damit das mit eurem Bart besonders gut klappt und ihr das Maximale aus eurem Bart herausholt, um diese Vorzüge eines Bartes zu genießen, gibt's heute passende Tipps dazu. Erstens, harte Konturen. Egal wie viele Löcher du im Bart hast, egal wie undicht dein Bart ist, stell auf jeden Fall sicher, dass du harte, geradlinige und passende Konturen hast. Denn durch diese harte Konturen wirkt nicht nur dein Gesicht ein Stück weit markanter, sondern auch der Unterschied zwischen Haut- und Barthaaren wird einfach nochmal wesentlich deutlicher. Sag also deinem Barber des Vertrauens, dass er die Outlines bzw. die Konturen schön mit dem Rasiermesser ziehen soll, damit einfach der Unterschied schön ersichtlich ist. Zweitens, nutze einen feinen Haarfiller. Die Frauen der Schöpfung machen das schon Ewigkeiten, um ihre Haare einfach an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel an den Augenbrauen, einfach ein bisschen voller aussehen zu lassen. Und warum sollten wir Männer das nicht tun? Das funktioniert nämlich hervorragend. Mit der einen Seite füllst du nämlich deinen Bart auf und kannst übrigens auch sehr feine und klare Konturen ziehen. Und mit der anderen Seite bürstest du einfach alles ein bisschen auf, dann verteilen sich die Farbpartikel auf deine Barthaare und auf die darunterliegende Haut und dein Bart sieht in 0, nichts voller aus. Ein komplettes Tutorial, wie ihr den Bart am besten mit dem Feinhaarfüller auffüllt, verlinke ich euch hier oben in den Infocards. Drittens, nutze einen Bartroller. Ich habe schon oft über den Bartroller hier auf meinem Kanal gesprochen. Ich verlinke euch auch passende Videos auch ebenfalls hier oben in den Infocards. Aber Leute, eins kann ich euch sagen, wenn ihr das Maximalste aus eurem Bart herausholen möchtet, dann lasst diese Gelegenheit nicht ungenutzt und nutzt regelmäßig einen Bartroller. Funktioniert das überhaupt? Und die Antwort ist ja. Das sage nicht nur ich aus meiner persönlichen Erfahrung, sondern das belegt auch die Studie von der National Library of Medicine, die ich euch ebenfalls unten in der Infobox verlinke. Durch das Rollen mit dem Bartroller wird nämlich zum einen die Haut besser durchblutet. Ich denke mal, das sollte jedem klar sein. Und es werden kleine Mikroverletzungen auf der Haut verursacht. Und bei der Regeneration, also bei der hauseigenen Regeneration der Haut von diesen Mikroverletzungen, wird einfach vermehrt Kollagen ausgestoßen. Und diese Kollagenproduktion, diese vermehrte Kollagenproduktion ist dafür verantwortlich, dass einfach deine Barthaare besser und schneller wachsen. Wenn du also deinen Bartwuchs fördern möchtest und einen volleren und dichteren Bart haben möchtest, dann nutze regelmäßig einen Bartroller. Und cooler Side-Effekt noch, durch das Rollen wird übrigens auch nachweislich und nachhaltig dein Hautbild verbessert. Also du kannst an dieser Stelle nur gewinnen. Link zum Bartroller findest du unten in der Infobox. Viertens, nutze ein Bartöl. Ein Bartöl hilft nicht nur gegen Juckreiz, sondern schafft auch Abhilfe bei Bartschuppen durch trockene Haut. Denn ein Bartöl versorgt nämlich auch die darunterliegende Haut, also die unter dem Bart befindliche Haut, mit ausreichend Feuchtigkeit, sodass keine Bartschuppen entstehen. Wichtig nur an dieser Stelle, nutzt auf jeden Fall ein Bartöl, welches ausschließlich aus natürlichen Ölen besteht. Und ihr könnt euch sicherlich denken, Leute, guckt unten in die Infobox rein. Unser neues Bartöl besteht natürlich ausschließlich nur aus den besten Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Arganöl, Traubenkernöl und Macadamiaöl. Es versorgt nicht nur die Haut ausreichend mit Feuchtigkeit, sondern macht eure Barthaare enorm geschmeidig und es riecht einfach nur göttlich. Und dieses Bartöl ist nicht nur was für die Vollbartfreunde, sondern auch was für die 3-Tage-Bartträger, denn dank der leichten Formulierung zieht dieses Bartöl einfach unfassbar schnell ein. Und an dieser Rezeptur, an dieser Formulierung haben wir das ganze letzte Jahr gearbeitet. Leute, dieses Bartöl ist einfach nur Premium, Extraklasse. Überzeugt euch selbst und hinterlasst gerne auch einen Kommentar. Fünftens, eine Bartbürste. Ab einer bestimmten Länge macht es halt tatsächlich auch Sinn, eine Bartbürste zu verwenden, um deinen Bart einfach passend in Form zu stylen bzw. passend in Form zu bürsten. Gerade bei längeren Bärten kann es nämlich mal sein,
dass der Bart ein bisschen kraus wird. Und wenn du dann passend mit zum Beispiel einer Rundbürste deinen Bart in Form trimmst, beziehungsweise deine Barthaare auch ein Stück weit vielleicht föhnst und glättest, dann sieht das Ganze einfach wesentlich gepflegter und ordentlicher aus. Sechstens, mach Sport. Und das empfehle ich dir nicht nur für dein Bartwachstum, sondern natürlich auch grundsätzlich. Denn wenn du Sport machst, kommt dein Organismus ja erstmal richtig in Schwung und das Blut zirkuliert viel besser. Und wir wissen natürlich auch, wenn du zum Beispiel ein schönes Workout machst, das steigert natürlich auch dein Testosteron-Level. Und wie wir wissen, ist Testosteron natürlich das Hormon, was verantwortlich ist für das Haarwachstum, egal ob auf dem Kopf, im Gesicht oder sonst wo. Also pusht euer Testosteron-Level ab in die Höhe. Leute, ich wünsche euch maximale Erfolge beim Bartwuchs beschleunigen, beim Bartwuchs fördern, beim Bartstyling. Leute, holt das Maximale aus eurer Gesichtsbehaarung raus. Ich hoffe, ihr konntet heute aus dem Video ein paar nützliche Dinge rausziehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Züchten eures Bartes. Schaut unten in die Infobox, checkt die Produkte aus. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal.